möchte euch heute mal einen kleinen Tipp geben zu einem Satz, den ich fälschlicherweise immer mal gesagt habe und der mich im Grunde davon abgehalten hat, Veränderungen hervorzurufen in mir, zum Beispiel um meinen Tinnitus loszuwerden, meine DPDR loszuwerden, andere Dinge in meinem Leben zu verändern. Und zwar ist das der Satz, dass etwas von alleine passiert ist. Ja? Zum Beispiel, wenn es um meinen Tinnitus ging. Der Tinnitus, ich hatte ja mehrere, ist von alleine verschwunden irgendwann. Ja? Ist so eine Aussage. Habe ich früher ab und zu tatsächlich mal getroffen. Oder die Derealisation ist irgendwann von alleine verschwunden. Oder dies und jenes hat sich von alleine gebessert. Und ich habe den Satz irgendwann mal überdacht, weil ich mir damit immer so vorkam, als ob ich keinen Einfluss nehmen kann. Als ob ich darauf angewiesen bin, dass irgendwas passiert ohne mein Zutun. Oder es außerhalb meiner Macht oder meiner Fähigkeiten stand oder sowas. Und ich habe dann festgestellt, dass bei sehr, sehr vielen Dingen, die ich immer mit bezeichnet habe mit das ist von alleine passiert oder hat sich von alleine gebessert, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass ich wahnsinnig viel dazu beigetragen habe. Das Missverständnis, was ich bei der Sache hatte, ist, dass ich dachte, diese Dinge passieren von alleine oder haben sich von alleine geändert, weil sie unterbewusst stattfanden, also ich nicht mir bewusst darüber war, was für einen Einfluss ich eigentlich darauf habe oder mir nicht bewusst war, was ich eigentlich getan habe, um das zu ändern. Und als ich mir das dann klar gemacht habe, habe ich begonnen in diesen Momenten, wo ich dachte, Mensch, das ist jetzt von alleine passiert oder jetzt ist der Tinnitus von ganz alleine, hat sich gerade verändert, habe ich angefangen darüber nachzudenken, was habe ich denn so in den letzten Minuten, Stunden, Tagen, Wochen getan? Was habe ich denn geändert? Und je mehr ich das gemacht habe, desto bewusster wurde mir, dass ich sehr viele Dinge anders getan habe. Sei es nur, dass ich, keine Ahnung, was anderes gegessen oder getrunken habe oder einen anderen Weg zum Einkaufen gegangen bin oder länger an der frischen Luft war oder generell entspannter war wegen irgendwelcher Dinge, die sich in meinem Leben geändert haben, die ich gar nicht so wahrgenommen habe und gar nicht so mir bewusst gemacht habe. Und so habe ich Stück für Stück angefangen, diese unterbewusst ablaufenden Sachen oder die Dinge, denen ich keine Aufmerksamkeit geschenkt habe vorher, mir ins Bewusstsein zu holen und mir klar zu machen, das ist nicht von alleine passiert, sondern ich habe unterbewusst, intuitiv oder aus Gewohnheit oder aus Durchbrechen von Gewohnheiten Dinge anders getan. Und das war mir vorher gar nicht klar. Und plötzlich habe ich das bemerkt und habe es mir bewusst gemacht. Und das konnte ich dann in Verbindung mit den Veränderungen bringen. Zum Beispiel, mein Tinnitus ist leiser geworden heute. Und dann ist mir klar geworden, du hast in den letzten Tagen diese und jene Probleme gelöst oder hast dies und jenes Zwischenmenschliche vielleicht gelöst oder hast jetzt, eigentlich habe ich an der Baustelle gearbeitet und oder habe mich mehr ausgeruht als vorher oder habe sehr viele Dinge getan, die mir gut taten oder was auch immer. Ja. Also ich habe plötzlich angefangen, mir bewusst klar zu machen, das habe ich getan und das hat sich verändert. Und je öfter sowas passiert ist, konnte ich dann immer mal wieder so Parallelen ziehen. Also so Korrelationen, sage ich mal. Ja? Diese Sachen getan und das konnte ich in mir beobachten. Und plötzlich war mir das bewusst. Und ich habe aufgehört zu sagen, das ist von alleine passiert, sondern konnte mir sagen, da könnte vielleicht ein Zusammenhang bestehen. Vielleicht habe ich tatsächlich an diesen und jenen Stellen was geändert. Und das könnte jetzt damit zusammenhängen, dass ich was an meinem Tinnitus oder an meiner DPDR verändert hat. Ja? Das ist quasi nicht von alleine passiert, wie ich es vorher formuliert habe, sondern ich habe festgestellt, nein, nicht von alleine, sondern durch meine Dinge, die ich getan habe. Und das Ergebnis von der ganzen Geschichte war, dass ich gemerkt habe, ich habe wahnsinnig viel Einfluss darauf. Ich kann wahnsinnig viel Einfluss nehmen. Und bloß weil ich dachte, das passieren Dinge ohne mein Zutun, muss das nicht stimmen. Ja? Also es war quasi gar nicht der Fall, sondern ich habe wirklich diese Veränderungen vollzogen. Und dann habe ich aufgehört zu sagen, das ist von alleine passiert. Und habe mir klar gemacht, dass ich sehr viel tun kann und sehr viel verändern kann. Und
je mehr ich das auch auf diese Art und Weise gehandhabt habe, desto mehr habe ich mich in dieser, ich setze mal in Anführungszeichen, Kontrolle gefühlt, dass ich die Kontrolle über Dinge habe. So, sollte es schon gewesen sein für heute als kleinen Tipp. Und vielleicht könnt ihr mir ja mal eure Erfahrung damit schildern, wenn ihr mögt, in den Kommentaren. Das könnt ihr gerne machen. Ich bin mal neugierig, ob ihr auch dazu neigt, zu sagen bei vielen Dingen, ja, das ist von alleine weggegangen oder das ist von alleine passiert oder sowas. Und wenn man genauer drüber nachdenkt, merkt man, nee, eigentlich habe ich Dinge verändert und habe damit Veränderungen hervorgerufen. Macht's gut.